Forschungsprojekt. Hallo liebe Leute, und es geht weiter mit Remember Me. Von der Sanitärversorgung ist immer ein bisschen anstrengend. Überall sind sie produktive, ja, Diener der Gesellschaft. Gegen anzureden, wollte ich sagen. Mit Memorize. Sehr anstrengend. Deswegen gehe ich jetzt auch einfach mal hier ins Tagebuch, um den Part wieder mit ein paar Informationen zu beginnen. Wenn es euch nicht interessiert, könnt ihr das natürlich einfach überspringen oder Pause drücken und selber lesen. Je nachdem. Ich finde, man sollte das halt aber auch ein bisschen würdigen in einem Spiel immer, wenn ein paar Informationen da sind. Das macht die Geschichte und die ganze Welt dann auch immer noch so ein bisschen lebendiger. Uns interessieren oder mich interessieren natürlich immer die Amnesist-Erinnerungen. Und ich weiß gar nicht, was wir hier hatten und was wir nicht hatten. Ich vergesse immer, was ich schon gelesen habe. Ich weiß nicht, hatten wir die Philosophie von Charles Cartier-Wahls schon? Was haben wir hier noch? Den X-Mess nicht, die Nillen hatte ich. Und den hatten wir auch schon. Das ist gesperrt. Schade, dass ich da nicht mehr gefunden habe. Sehr schlecht, finde ich. Diener-Roboter, das hatten wir noch nicht. Diener sind humanoide, vielseitige Roboter, die ursprünglich dazu entwickelt wurden, persönliche Dienste auszuführen und die nun ebenfalls zu Überwachungs- und Sicherheitszwecken eingesetzt werden können. Dieses von den Avram-Hesch-Laboren entwickelte Modell war die perfekte Antwort auf das Bedürfnis nach Sicherheit in einer urbanen Umgebung. Der erste Diener ging aus einem Robotikprogramm für Personenschutz und automatisierte Sicherheitstechnologien hervor. Sein schlankes Design und die physischen Proportionen eines erwachsenen Menschen mit gelassenem Gesichtsausdruck wurden wegen ihres psychologischen Effekts ausgewählt. Der Besitzer wird durch das Gefühl der Gelassenheit, das der Diener ausstrahlt, beruhigt und sein resolutes und sicheres Auftreten schreckt sehr wahrscheinlich mögliche Angreifer ab. Der Hauptvorteil dieser Maschine liegt wahrscheinlich in ihren relativ niedrigen Herstellungskosten, die zur Massenproduktion geführt haben und in deren Folge viele menschliche Agenten durch Diener ersetzt wurden, die nun undankbare Patrouillen und Wachdienste, Überwachungsaufgaben und Zugangskontrollen übernehmen. Die für den privaten Gebrauch bestimmten Roboter sind so programmiert, dass sie unter keinen Umständen einen Menschen verletzen können. Zwei Modelle wurden speziell für Wach- und öffentliche Sicherheitsdienste entwickelt. Der AV-485 Seraphim, ein fliegendes Modell, das zur Überwachung eingesetzt wird, und der AV-48V Nephilim, zur Eindämmung von Unruhen oder für Notstandssituationen. Anders als die Standardmodelle sind diese beiden dazu ermächtigt, Gewalt gegen alle Personen anzuwenden, die als feindlich eingestuft werden. Okay. Ich weiß nicht, das hatten wir, Slum 404, das hatten wir auf jeden Fall schon. Das Michael-Ding glaube ich nicht. Memorize und Sensen. Okay, ich habe echt zu wenig gefunden, finde ich. Merke ich gerade, ist nicht gut. Ich hätte hier und da echt mehr... Ja, okay, Aufgabenkram. Echt mehr Augen aufmachen sollen. Na gut, laufen wir mal weiter. Kann sein, dass ich ein Stückchen wiederholen muss. Nee, muss ich gar nicht mal. So. Muss erstmal wieder reinkommen. Ihr kennt das schon. Das war so. Bürger von Neo Paris. Die Lieferbedrohung ist gebannt. Dank soll das doch runter machen, oder? Sind sie nun eure treuen Diener? Von der Sanitärversorgung. Die traut sich was. Also am Arsch würde ich mich das trauen. Überall sind sie produktive Diener der Gesellschaft. Warum springt sie jetzt da nicht rüber? Humaner Schutz vor barbarischen. Ich hätte das nach Gefahr oben machen sollen. Das wäre viel besser, oder? Oder? Wenn ich das nach oben mache, dann komme ich doch viel besser ran. Warum habe ich es denn jetzt? Verstehe ich gar nicht. Bürger von Neo Paris. Komme ich doch viel besser die ran. Die Lieferbedrohung ist gebannt. Dank des Rückverwandlungsprojekts sind sie nun eure treuen Diener. Von ja, der Sanitärversorgung treue Diener. Bis zur Saber-Einheit. Überall springt sind da nicht produktive rüber. Produktive Diener der ist Gesellschaft. Ja merkwürdig. Rückverwandlung mit Memorize. Humaner Schutz vor barbarischen Was muss Gefahren. Ich denn machen, um da hinzukommen? Ich kann doch nicht, während ich hänge, den Fahrstuhl hochmachen. Hä, jetzt hatte ich ihn unten, jetzt hatte ich ihn oben. Sie dreht sich einfach nicht so um. Und hier Bürger macht sie das immer. Paris. Die Lieferbedrohung ist zurückkomme ich immer. Dank des Rückverwandlungsprojekts sind sie nun eure treuen Diener. Von der ja, jetzt wiederhole dich doch nicht immer. Das ist ja nervig. Überall sind sie produktive Diener der Gesellschaft. Und Piep. Schon wieder mein Piepen. Ich weiß immer noch nicht warum. Schutz vor barbarischen Gefahren. Also das hängt so weit oben. Ich verstehe das nicht.
Das hängt so weit oben. Von unten komme ich doch unmöglich daran. Es muss doch so weit oben hängen, wie geht, oder? Wäre jetzt so meine Idee. Es sei denn, ich soll da... Aber ich soll doch da oben hin. Da sind doch auch orangene Pfeile. Bürger von Neo-Paris. Die Viperbedrohung ist gebannt. Dank aber des Rückverwandlungsprojekts... Das ist mir ein Rätsel. ...sind sie nun eure treuen Diener. Von der Sanitärversorgung... Ich springe hier schon einfach gerade quasi in die Luft, wenn sie es tun würde. Tut sie aber nicht. Der Gesellschaft. Rückverwandlung mit Memories. Das funktioniert einfach nicht. Humaner Schutz vor... Und wenn ich mich hier einfach fallen lasse, geht das nicht? Hier so rumklettern und fallen lassen? Nee, ich muss darüber. Ich versuch's jetzt nochmal mit Fahrstuhl nach unten. Aber okay, wenn ihr meint. Hallo? Bürger von Neo-Paris. Die Leaper-Bedrohung ist gebannt. Dank des Rückverwandlungsprojekts sind sie nun eure treuen Diener. Ich komme hier nicht weg, Leute. Das ist total doof. Das überall ist so doof. Sind sie produktive Diener der Gesellschaft. Hä? Rückverwandlung mit Memories. Nee, lass sie doch einfach fallen. So, ich sterb bewusst. Vielleicht stimmt da ja auch was nicht. Ich sterb einfach mal bewusst. Vielleicht geht's ja jetzt, wer weiß. Bürger von Neo-Paris. Die Leaper-Bedrohung ist gebannt. Dank des Rückverwandlungsprojekts. Muss doch einen Zweck haben, dass ich den hoch und runter machen kann. Sind sie eure treuen Diener. Von der Sanitärversorgung sie bis bringt zur mir das ja auch nichts. Überall sind sie produktive Diener der Gesellschaft. Rückverwandlung mit Memorize. Humaner Schutz vor barbarischen Gefahren. Der ist jetzt viel höher als vorher, oder? Ja, warum ging das denn jetzt? Ich habe den jetzt viel höher machen können als vorher. Ist ja auch egal. Es geht jetzt jedenfalls. Es klappt. Das war knapp, Bürger aber... Bürger von Neo-Paris. Ne? Geschafft. Die Lieferbedrohung ist... Sag mir, Edge. Wie hast du mich als Terroristin rekrutiert? Tommy sagte, du tauchtest eines Tages in der Bar auf. Eine verlorene Seele in einem Meer aus Trauer. Er wusste gleich, du gehörst zu uns, sagt er. Aber kann man seinen Erinnerungen heute noch trauen? Manchmal denke ich, du bist eher Poet als Freiheitskämpfer. Vielleicht in einer anderen Welt. Ich weiß, ich sollte jetzt hier hoch, aber ich schaue mich um, ob ich was finde. Ne? Bürger zum Beispiel hier. Paris. Yeah. Die Leaper-Bedrohung ist gebannt. Dank des Rückverwandlungsprojekts sind sie nun eure treuen Diener. Von der Sanitärversorgung bis zur Cyber-Einheit, überall sind sie produktive Diener Spring der Gesellschaft. Ran. Rückverwandlung mit Memorize. Ich hoffe, dass ich hier endlich wegkomme, weil es geht mir tierisch auf die Nerven. Die Olle, die nervt mich. Bürger von Neo-Paris. Die Leaper-Bedrohung ist... Noch mehr Drohnen. Drohnen. Komm, Nelly, du schaffst das. Ach, diese doofen Drohnen. In die Ecke mit dir. Die kommt nämlich bis hier vorne. Da lang. Und dann da lang. Sehr gut. Hier ist wieder ein Fernseher. Hier kommt doch bestimmt auch noch eine lang, oder? Kommt die zurück von da hinten? Ach, hier kommt gar keine, ne? Ist ganz gut. Ganz gut hier die Ecke. Wo soll ich denn da lang? Ups. Jetzt ist er offen. Was mache ich jetzt? Hier rein, ne? Schnell, schnell. Aber ich soll doch da rein, oder? Nee, da kommt die Drohne rein. Da kommt die Drohne ja rein. Kann ich hier schnell? Genau. Wow. Oh, hier in der Ecke kriegt sie mich aber nicht. Glück gehabt. Und einen Fokusboost gefunden. Sehr schön. Nilin? Oha. Die kann hier besser gucken als ich. Also ich sehe von meinem Kamerakram hier nicht so gut wie sie. Ich habe zwei weitere Dinge gefunden. Das finde ich schön. Die Saber-Einheit hat den Bezirk abgeriegelt. Und wer ist er hier? Was ist er denn hier? Pizza?
Irgendeine Garnelenpfanne. Oh, geht auch immer, ne? Aber nein, wir sind auf einer Mission. Nee, 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 es war schon gut so. Oh, die kann aber auch weit springen. Ich meine, wer schafft das schon? Jetzt mal eben da die 3 Meter rüber. Edge, dieser Wasserschaden. Sie haben alles verloren. Wegen uns. Die Welt ertrinkt, Schwester. Und nur du hast den Rettungsring für uns. Du sprichst in Rätseln, Edge. Du bist mein Skalpell, Nillen. Die Waffe gegen einen Planeten voller Tumore. Ein Skalpell? Interessante Metapher. Ein Skalpell, interessante Metapher. Ja, naja, wenn sie meinen. Ich finde, das Spiel ist auch immer noch so echt wie ein Film mehr. Oh oh. Oh. Ich weiß nicht, was ich hier nebenbei für eine Errungenschaft habe. Aber ich weiß, dass ich eine Raserei habe. Ja, das war in Ordnung. Ne, das läuft. Oh, hier, guckt euch die schicken Tower hier an. Bin ja nicht so der Großstadt-Fan, aber... So in Spielen finde ich das schon immer sehr cool. Aber meine Lieblings-Urlaubsorte wären es jetzt nicht. Terroristenbuster! Ich höre nicht zu. Hau ab! Ja. Okay, machen wir. Und hopp, hopp, hopp. Wundert mich eigentlich, also ich kann mir auch vorstellen, dass hier unten so Sachen rumliegen und wenn man sich fallen lässt, dass man dann wieder was bekommt. War da was vielleicht? Kann man sich da fallen lassen oder ist sie dann tot? Ich will es halt jetzt auch nicht ausprobieren, aber damals, wo ich aus Versehen mich hinter Bad Request richtig her war, da, ja. Das ist ja ganz gut geklappt, dass ich dann was gefunden habe, obwohl es nicht der richtige Weg war. Naja. Nein, nicht so einer wieder. Ich hasse solche. Leck mich. Mist. Warum? Ach so, weil er lebt noch. Hilfe! Nein! Wo ist Licht? Wo ist Licht? Nein! Ich brauche Licht! Ach, er ist da! Wo kommt er denn her? Wo kommt er denn her? Ich kann nichts machen, leider. Ich brauche dringend Licht. Hilfe! Ist er schnell. Jetzt aber. Strafen! Ja.
Logikbombe. Und tschüss. Tja. Oh, er soll mich nicht immer auf einmal kriegen. Weg, 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 weg. Oh, das habe ich nicht mehr geschafft. Sorry, Leute. Oh Gott, man sieht das schon immer kommen. Kurz bevor man stirbt, weiß man immer, dass man gleich stirbt. Ja, aber ich war so in die Ecke gedrängt. Selbst wenn ich immer die ganze Zeit A gedrückt habe, um da abzuhauen. Es hat nicht geklappt, es hat nicht gereicht, obwohl ich so gut jetzt war. Nicht mit mir. Komm. Irgendwie lahmt es aber auch ein bisschen. So, dann, ja, was mache ich denn mal? Raserei. Wie vorhin. Klappt immer. Wie seid ihr? Shit, habe ich wieder kein Licht. Ich hasse es, ich hasse es. Wow, und jetzt noch er dazu. Es ist gemein, es ist gemein. Es ist gemein, gemein. Endlich wieder Licht. Spucken! Wenn ich hier so weitermache, werde ich wieder sterben. Wow, das war das denn? Ich weiche die ganze Zeit aus, ihr habt's gesehen. Ihr habt's gesehen, es ist wirklich schwierig. Ich bin die ganze Zeit in Bewegung, aber wenn kein Licht da ist, dann funktioniert das einfach nicht. Am Anfang die drei, die sind ja jetzt egal, das kriegt man hin. Und solange Licht da ist, auch schön. Oh, die hauen aber auch irgendwie mehr rein als früher. Irgendwie. Warum dauert es so lange? Einfach mal keine Raserei zu machen. Jetzt kann ich sie nämlich wenigstens jetzt machen. Das ist ganz gut. So. Ja, komm. Na, warum macht sie es denn nicht? Er haut so zu und ich komme hier kaum weg. Totale Verschwendung. Nimm meine Augen. War es auch. Es war echt Verschwendung. Das war nicht gut, denn ich bin hier echt in Gefahr. Boah, ich muss hier so aufpassen, echt. Na komm, was mache ich? Was mache ich? Logikbombe. Oh, ab, 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 ab. Ja.
Rache! Ich will die Größe nicht so. Ah. Boah, er kriegt mich immer. Echt, ich bin so konzentriert hier gerade. Ich darf schon kaum was. Das Ende. Okay. Da ist Raserei, das finde ich gut. Oh, habe ich es endlich geschafft? Och, Leute, ich habe es endlich geschafft. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Überall. Der Bezirk ist voll davon. Es musste so kommen. Glücklicherweise. Alles schaut auf sie, während du dich in die Memorize-Zentrale schleichst. Ach ja. Ja, das war jetzt wieder... Oh, dieses Spiel, ey. Das ist echt der Hammer. Echt der Hammer. Bringt einen echt ins Schwitzen. Ich werde jetzt hier leider auch wieder einen Cut machen müssen, weil der sonst zu lang ist. Und wir sehen uns im nächsten Part von Remember Me. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.